Stell dir vor, du könntest lieben, wärst nur so einfach dabei. Könntest jederzeit das geben, was du willst, du wärst frei. Kannst dich mit der Welt befassen oder einfach nur ausruhen. Sag, was würdest du dann lassen und was würdest du dann tun? Herzlich willkommen zum Einführungsgespräch Grundeinkommen für alle. Wir beide, Peter Struck von ATTAC Augsburg und Peter Ziegler von der katholischen Arbeitnehmerbewegung, wir werden versuchen darzulegen, warum wir ein Grundeinkommen brauchen, was die momentanen Rahmenbedingungen sind, was wir uns davon erwarten und welche Konsequenzen dieses Grundeinkommen für uns bringen würde. Ich möchte als erstes die finanziellen Aspekte ansprechen. Das heißt also, dass man das Grundeinkommen auch mal im größeren finanziellen Rahmen betrachtet, warum es notwendig ist. Beim Grundeinkommen geht es um einen Schritt, um mehr Verteilungsgerechtigkeit. Und die sozialen Bedingungen in unserer Gesellschaft, die Möglichkeiten am gesellschaftlichen Leben überhaupt teilzuhaben, sind in erster Linie natürlich auch davon abhängig, dass man ein Einkommen hat, dass man über ein Einkommen verfügt. Und die Notwendigkeit auch eines bedingungslosen Grundeinkommens bekommt immer stärkeres Gewicht, wenn wir die katastrophalen Folgen dieses marktbeherrschenden Finanz- und Wirtschaftssystems eben uns vor Augen führen, die katastrophalen Folgen, wie sich in den letzten Jahren weiterentwickelt haben. Große Teile der Welt werden immer stärker vom Kapitalismus mit seinem neoliberalen Wirtschafts- und Finanzsystem bestimmt. Dessen rücksichtslose Handlungsweise hat der Soziologe Jean Ziegler als eine kannibalische Weltordnung bezeichnet. So in seiner Salzburger Festspielrede, die er halten wollte, die er aber dann nicht halten durfte, weil sie zu provokativ vor den dort versammelten Gästen wohl dieser Festversammlung war. Diese Rede kann man im Internet auch nachlesen. Einige der wesentlichen Faktoren dieser Weltordnung will ich mal ansprechen. Das ist die Übermacht des Kapitals. 2% der Menschen sind vermögender als die Hälfte der Menschheit. Und wenn wir dann anschauen, die profitable Verwertung des Kapitals auf weltweiten Börsenplätzen, unabhängig eben von der menschlichen Arbeit, dann ist zu sagen, dass mindestens 95% aller Devisentransaktionen letztlich der Spekulation dienen. Das sind nur zwei kleine Aspekte, die aber doch gravierende Auswirkungen haben. Und wie das auf die bisherige Organisation unseres ganzen Arbeitslebens, der Erwerbsarbeit, sich auswirkt oder ausgewirkt hat, wie sie verändert wurde, das bekommt die Bevölkerung in dem letzten Jahrzehnt ja auch bei uns und in anderen Industriestaaten immer mehr zu spüren. Das hat zu einer drastischen Politik der Spaltung auch geführt und die schlägt dann immer stärker durch, vor allem in den südlichen Staaten. Ich möchte die wirtschaftlichen Aspekte nochmal etwas in einigen Einzelheiten auf Deutschland bezogen ansprechen. Die Ursachen einer empörend ungerechten Verteilung des gesellschaftlich erwirtschafteten Reichtums, die verschlechtern ja zunehmend auch die Verhältnisse, die Lebensumstände bei uns hier in Deutschland. Deutschland ist dabei ja immer noch eines der stärksten oder eines der reichsten Länder und es liegt nicht am Geldmangel, weder hier noch anderswo, wenn immer größere Teile der Bevölkerung in soziale Not geraten. Aber auch bei uns sind Geldvermögen und Einkommenshöhe sehr, sehr unterschiedlich, sehr ungleich verteilt. Das müssen wir uns veranschaulichen, wenn wir für ein angemessenes Grundeinkommen für alle plädieren. Denn die stets sofort gestellte Frage ist immer, wie soll denn das für jeden finanziert werden, wenn aus heutiger Sicht es darum geht, 800 oder 1000 Euro oder wenn es in München ist, dass man in München lebt, vielleicht gar noch mehr, wenn man das bezahlen sollte als grundsätzliches Einkommen für jeden. Die Finanzierungsmodelle, die ausgearbeitet wurden, vielfältige, die unterscheiden sich in welche
Finanzposten, welche Finanzposten herangezogen werden sollen. Aber es gibt in einem überhaupt keine grundsätzliche Frage, wo die nötigen Geldmittel sind, wo die nötigen Geldmengen herkommen sollen, herkommen müssen, welche sie anzuzapfen sind, das steht außer Frage. Betrachten wir mal die Verhältnisse hier etwas näher. An Geld, an Wertpapieren, an Immobilien gibt es eine Vermögensverteilung in Deutschland, die sieht folgendermaßen aus. 1% der Bevölkerung verfügen bereits über 25% des gesamten Vermögens in Deutschland. Oder wenn man mal die obersten 10% nimmt, dann haben diese 10% 60% des gesamten Vermögens. Und schauen wir nach der anderen Seite, dann sieht es so aus, dass 70% der Bevölkerung sich mit 10% des Vermögens begnügen müssen, also das aufteilen müssen gewissermaßen. Man kann es noch etwas anders sehen. Ein Viertel der Bevölkerung verfügt über gar kein Vermögen. Ja, wie groß sind diese Vermögen? Auch das sollten wir uns mal etwas anschauen. Es ist so, dass das private Geldvermögen nach einer etwas zurückliegenden Erhebung 5 Billionen Euro beträgt. Das ist das private Geldvermögen. 5 Billionen Euro bedeutet 5.000 Milliarden Euro. Das ist jetzt diese gesamte Fläche, die hier dargestellt ist. Damit man eine Größenordnung mal sich vorstellen kann, das, was in Deutschland an jährlicher gesamter Wirtschaftsleistung erwirtschaftet wird, das Bruttoinlandsprodukt, macht genau diese Hälfte der Fläche aus, also praktisch 2.500 Milliarden. Wenn man den Bundeshaushalt anguckt, das sind 320 Milliarden, der hat nur einen kleinen Bereich hier unten. Das sind also Beträge und nach neueren Erhebungen ist es so, dass das gesamte Vermögen sogar geschätzt wird mit 6,6 Billionen. Um nochmal zu verdeutlichen, was dieses private Geldvermögen eigentlich größenordnungsmäßig bedeutet, will ich mal zwei anschauliche, wenn auch nicht sonderlich realistische Vergleiche anstellen. Man könnte mit dieser gesamten Summe dieses Vermögens, diesen 6,6 Billionen, wenn man nur 2% Vermögenssteuer nehme, dann könnte man für sämtliche an der Armutsgrenze Lebenden in Deutschland, das sind ein Sechstel der Bevölkerung von 82 Millionen, dann könnte man damit 800 Euro monatlich finanzieren als Einkommen. Es ist unrealistisch, aber nur mal, es gibt die Größenordnung wieder. Es gibt noch einen weit drastischeren Vergleich. Wenn man einmal eine Lastenausgleichsabgabe machen würde von 30%, so etwas hat es 1952 nach dem Krieg mal gegeben, ja, beim Vermögen. Wenn man so etwas tun würde, 30% dieses Vermögens vom Staat gewissermaßen einkassieren, dann wäre Deutschland auf einen Schlag seinen gesamten Schuldenberg von 2 Billionen Euro auf einen Schlag los und der Staat würde natürlich neue Handlungsfähigkeit gewinnen. Ich will noch etwas zur Einkommensverteilung in Deutschland sagen. Die hat sich auch immer weiter auseinanderentwickelt. Die Steuerpolitik in den letzten 10 Jahren, die hat ja extreme Gewinne, vor allem für das 1% der Reichsten bedeutet. Die haben am meisten davon profitiert, wurden am besten begünstigt. Doch auch eben für die jeweils oberen 10% der Einkommen, verglichen zu den unteren 10% der Einkommen, gibt es eben eine sehr ungesunde Relation, nämlich ein Einkommensverhältnis von 1:8. Also die Vermögenden oder die besser bezahlten Einkommensbezieher haben immer das Achtfache der unteren Grenzen. Und dass wir natürlich sehr viel Geringverdiener haben, hat sehr viel damit zu tun, mit Teilzeittätigkeit, Tätigkeit zum Beispiel. Teilzeittätigkeit ist inzwischen auf 22% angestiegen und liegt doppelt so hoch, wie sie 1984 mal war. Und wir gucken uns nochmal kurz an die Einkommensentwicklung in Deutschland seit 2000 bis 2011. Und diese Einkommensentwicklung ist preisbereinigt. Und da ist es so, dass die Einkommen aus Vermögen und Unternehmertätigkeit, das ist die obere Linie, insgesamt sich in der Zeit um gewissermaßen ein Drittel erhöht hat. Hier gab es mal einen kleinen Einbruch, 15%, aber hier waren es auch schon mal 35%, jetzt sind es 33%. Also ein Drittel ist es angestiegen jetzt in den 10 Jahren oder 11 Jahren. Dagegen Löhne und Gehälter sind stetig in der Zeit gesunken und haben jetzt einen ganz, ganz kleinen Aufschwung genommen. Wir liegen trotzdem immer noch 1% unter den Löhnen und Gehältern von 2000.
suchen wir bei diesem Verhältnis nach Alternativen, dann gehört eben zu den notwendigen Änderungen das garantierte bedingungslose Grundeinkommen einfach dazu. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist das garantierte bedingungslose Grundeinkommen? Da ist es wichtig, auf vier Aspekte einzugehen. Erstens, jeder Mensch hat von Geburt an ein Anrecht auf eine finanzielle Leistung des Staates. Zweitens, die Zahlung muss ausreichend sein und nicht nur das Existenzminimum, sondern darüber hinaus auch eine angemessene Teilhabe abzusichern. Drittens, es besteht keinerlei Bedürftigkeitsprüfung. Und viertens, es ist an keinerlei Bedingungen geknüpft, etwa wie Zwang zur Arbeit oder Verpflichtung zur Gemeinwesenarbeit oder zur ehrenamtlichen Tätigkeit. Neuen Aufschwung hat die Thematik auch dadurch bekommen, dass jetzt erst vor kurzem hier die Titelseite der Taz aus dieser Woche auch die Piratenpartei sich für das Grundeinkommen ausgesprochen hat und grundsätzlich gesagt hat, es ist notwendig, aufgrund der Rahmenbedingungen, die gerade der Peter Struck auch dargestellt hat, es ist notwendig, dass wir hier eine neue Form der sozialen Absicherung bekommen. Ich spreche noch etwas über Arbeit und soziale Sicherung, denn die hängen ja nun wirklich ganz, ganz eng zusammen. Derzeit ist eine ausreichende eigenständige soziale Sicherung an Erwerbstätigkeit geknüpft, die immer noch davon ausgeht, dass wir lebenslang kontinuierlich einer Vollzeiterwerbstätigkeit nachgehen. Aber dieses Normalarbeitsverhältnis der früheren Zeit geht ja immer stärker zurück. Und es wird durch prekäre, flexibilisierte und zum Teil eben nicht existenzsichernde Beschäftigungsverhältnisse immer mehr abgelöst. Wenn für große Teile der Bevölkerung ein ausreichender Zugang zur Erwerbsarbeit gar nicht mehr möglich ist und auch nicht zu den sozialen Sicherungssystemen, dann müssen diese Systeme heute entkoppelt werden und ein steuerfinanziertes Grundeinkommen ergänzt dazu einfach diese Maßnahme. Damit zusammenhängend ist natürlich auch die Frage nach einer guten Erwerbsarbeit darüber, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung mittlerweile verändert hat. So haben wir heute eine weiter steigende Produktivität. Wir haben neue Methoden, neue Prozesse, neue Maschinen. Damit verbunden ist ein sinkendes Erwerbsarbeitsvolumen und steigende Arbeitslosigkeit. Auch die Zahlen, die wir immer wieder Monat für Monat berichtet bekommen, dass die Arbeitslosigkeit sinkt, da müssen wir uns klar machen, dass das statistisch bereinigte Zahlen sind und dass die wahre Arbeitslosigkeit wesentlich höher ist. Dazu gibt es mittlerweile Marktsättigungstendenzen in der Wirtschaft und enthemmte Kapitalverwertungsinteressen. Das heißt, es geht nicht mehr darum, etwas zu produzieren, um Menschen damit etwas konsumieren zu lassen, sondern es geht in erster Linie darum, etwas zu produzieren, um damit Geld und immer mehr Geld zu verdienen. Das hat Auswirkungen auf die Organisation und auf die Inhalte der Erwerbsarbeit. Gute Arbeit, wie wir es in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts hatten, das heißt angemessen abgesicherte Arbeit, angemessen finanzierte Arbeit, die in den sozialen Sicherungssystemen abgesichert war, wird immer mehr zur Mangelware. Sicherheit und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten nehmen immer mehr ab. Das bedeutet also, wir brauchen wirklich ein Recht auf Einkommen. Aus den Grundrechten auf Würde, Leben, Gesundheit, Freiheit leitet sich das bedingungslose Recht auf Essen, Trinken, Kleidung, Wohnung, aber eben auch auf grundlegende gesellschaftliche Teilhabe aus. Wenn das Recht auf Arbeit weniger trägt, dann kann nur ein Recht auf Einkommen ein menschenwürdiges Leben garantieren. Das Grundeinkommen muss also die folgenden beiden Aspekte wirklich erfüllen können. Jeder hat das Recht auf ein Einkommen, das nicht nur für die Existenzsicherung notwendig ist, sondern eben auch für eine Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben. Und es wird weder eine Bedürftigkeitsprüfung geben dürfen, noch muss man dieses, darf man das Einkommen irgendwie an Bedingungen knüpfen. Es ist bedingungslos zu geben. Und erst dann, wenn wir dieses Recht auf Einkommen verwirklichen, dann schaffen wir es auch wieder, Teilhabe und Teilnahme zu ermöglichen. Das wäre ein Schritt in Richtung Eingrenzung statt Ausgrenzung. Momentan, aufgrund der Tatsache, dass wir Einkommen sehr eng mit der Arbeit verknüpfen, ist es ja so, dass wir viele Gruppen, große gesellschaftliche Gruppen, ausgrenzen in diesem Lande. Das sind vor allen Dingen Kinder, das sind Alleinerziehende, das sind alleinstehende Frauen, aber immer mehr auch Menschen, die zwar in Beschäftigung stehen, aber in unsicherer Beschäftigung. Das neue Wort, ein Unwort des Jahres in meinen Augen, ist die prekäre Beschäftigung. Also Menschen, die in Leiharbeit beschäftigt sind, in geringfügiger Tätigkeit beschäftigt sind oder befristet. Im Jahr 2010 waren von dieser unsicheren Arbeit immerhin 75% der neu eingestellten Personen betroffen. Wenn wir es nicht schaffen, hier neue Formen der Absicherungen zu schaffen, dann werden wir immer weitere Teile unserer Gesellschaft ausgrenzen. Das garantierte Grundeinkommen könnte hier einen Schritt in die andere Richtung bringen. Es vermeidet den Existenzdruck, jede Arbeit annehmen zu müssen, erweitert die individuellen Handlungsspielräume und sichert einen, wenn auch begrenzten, Zugang zu den Gütern der Erde. Somit kann das Grundeinkommen wirklich auch ein Weg in eine andere Zukunft sein. Es hat Zukunftsfähigkeit. Das garantierte Grundeinkommen bringt die Chance, diesen unaufhaltsamen Prozess der Deindustrialisierung hin zur Dienstleistungsgesellschaft wirklich auch humaner zu gestalten. Damit in einer solchen Volkswirtschaft nicht nur etwa Bad Jobs entstehen, braucht es aber eine Bildungs- und eine Qualifizierungsoffensive, und die muss materiell abgesichert sein für den Einzelnen, wie natürlich auch für diese ganze Bildungsinfrastruktur insgesamt. Und damit eine zukünftige Dienstleistungsgesellschaft nicht nur stark von einem Non-Profit-Sektor geprägt ist, der aber zunehmen wird, geht es auch darum, eben immer mehr darauf zu setzen, dass wir ein qualitatives und weniger ein quantitatives Wachstum brauchen. Diese Tätigkeitsgesellschaft ist in diesem Zusammenhang der Wachstumsmotor der Zukunft, oder einer zumindest. Und die Initialzündung zur Umsetzung verlangt ein Grundeinkommen. Die Tätigkeitsgesellschaft, das ist ja eine ganze neue Form von Gesellschaft, wie wir sie uns vorstellen. Und es ist auch wichtig, das so zu erweitern. Es geht uns nicht um ein Grundeinkommen als Selbstzweck, sondern das Grundeinkommen ist für uns Mittel zum Zweck, eben diese Tätigkeitsgesellschaft umzusetzen. Tätigkeitsgesellschaft bedeutet nichts anderes, als dass wir die verschiedenen Arbeitsbereiche, neben der Erwerbsarbeit eben auch die Familien- und Pflegearbeit, die ehrenamtliche Arbeit oder die gemeinwesenbezogene Arbeit, auch als Arbeit im eigentlichen Sinne definieren und deswegen auch aufwerten und gleichmäßig bewerten. Um das aber umzusetzen, brauchen wir notwendigerweise eine Veränderung der sozialen Absicherung, der sozialen Sicherung. Und erst wenn wir es schaffen, auch ein Stück weit finanzielle Absicherungen umzusetzen, dann kann diese Umsetzung der Tätigkeitsgesellschaft auch gelingen. Der Schlüssel dazu ist in unseren Augen das garantierte Grundeinkommen. Mit dessen Hilfe wird allen Menschen, unabhängig davon, was sie besonders gut oder weniger gut können, der Zugang zu allen Formen von Arbeit ermöglicht und eröffnet. Du hast ja gerade sehr schön angesprochen, dass den Aspekt in selbstbestimmtem Maße tätig zu werden. Ja? Das heißt also zivilgesellschaftliches Engagement, das ist etwas, eine lebendige demokratische Gesellschaft lebt von Beteiligung. Und die Bereitschaft zum zivilgesellschaftlichen Engagement, die, auch zum politischen Handeln natürlich, ja,
die muss durch materielle Absicherung auch irgendwie unterstützt werden. Denn sonst wird praktisch Gemeintätigkeit, Gemeinwesentätigkeit eine Luxustätigkeit. Das können sich dann nur wenige leisten. Wir brauchen aber auf einer breiten Basis Beteiligung. Ein garantiertes Grundeinkommen fördert neue und alte Formen von Zusammenschlüssen in Vereinen, Aktivitäten. Es stärkt zudem die Tragfähigkeit des Prinzips der Subsidiarität, das heißt also diese Eigenverantwortlichkeit vor staatlichem Handeln. Das garantierte Grundeinkommen bringt aber noch mehr. Es führt dazu, dass wir einen Zuwachs an Zeitsouveränität gewinnen, was nichts anderes bedeutet, als dass die zunehmend geforderte Flexibilität zu mehr selbstbestimmter Arbeit führen kann. Das hat Folgen für die Aufteilung der Arbeit für Männer und Frauen. Das hat Folgen aber auch für die Aufteilung der Arbeit im Lebenszyklus. Ich kann dann zu einer bestimmten Zeit, wenn die Kinder klein sind, mich mehr der Familie kümmern. Ich kann, wenn die Eltern pflegebedürftig sind, mich mehr um meine eigenen Eltern kümmern. Und ich habe dann wieder Zeiten, wo ich mich intensiver und wo ich mich mehr der Erwerbsarbeit oder der Arbeit in Vereinen, in Verbänden, in Parteien einbringen kann. Flexibilisierung, die auf uns alle zukommt, wird dann nicht mehr länger zum Zwang, sondern kann positiv gestaltet, aufgewertet und auch nach seinen zeitgemäßen Anforderungen angepasst werden. Ja, gute Erwerbsarbeit stärkt auch die Notwendigkeit zu mehr Wirtschaftsdemokratie. Wie ist das aufzufassen? Das garantierte Grundeinkommen gibt den Arbeitnehmerinnen, den Arbeitnehmern auch mehr Macht in der Hinsicht, um zu schlechter Arbeit und zu menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen auch einfach mal Nein sagen zu können. Die Menschen erhalten eine größere Entscheidungsfreiheit auf dem Arbeitsmarkt. Wenn wir das auf die Gewerkschaften dann beziehen oder auf den Kontakt mit den Gewerkschaften, dann wird der Verhandlungsspielraum der Gewerkschaften in ihrem Kampf um bessere Arbeitsbedingungen und Lohnerhöhung auch vergrößert. Die Unterstützung kann größer werden durch die Menschen. Durch die gestärkte Position der Arbeitnehmer gegenüber den Arbeitgebern werden zum Beispiel Umsetzungschancen auch für Arbeitszeitverkürzungen verbessert. Das Grundeinkommen kann somit die Machtbalance zugunsten der abhängig Beschäftigten verschieben. Wo jetzt doch diese Verhältnisse zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern aufgrund des vorherrschenden Arbeitsmarktdruckes wirklich völlig aus dem Lot geraten sind. Und so wird die Entwicklung von guter Arbeit durch eine unterstützende Form, auch durch das Grundeinkommen, befördert. Neue Formen von Arbeit können entstehen, Kreativität, individuelle Potenziale werden freigesetzt und das Grundeinkommen wird gewissermaßen auch ein Wachstumsmodell. Ein weiteres, das garantierte Grundeinkommen, wird auch dazu führen, dass wir einen kulturellen Wandel erleben werden. Momentan ist es so, dass wir ein Gesellschaftsmodell oder eine gesellschaftliche Wertehaltung haben, die weniger auf das Miteinander, sondern eher auf das Gegeneinander und auf das Konkurrenzdenken ausgerichtet ist. Mit dem Grundeinkommen würden sich lebensfreundlichere Werte wieder den Weg bahnen. Wir hätten einen Wertewandel in Richtung einer zunehmenden Befriedigung der Ansprüche an Bildung, Kunst, Kultur, Vergesellschaftung und Selbstfindung. Aber noch etwas weiteres. Wir sind momentan auch an der Grenze der Ressourcennutzung angelangt mit unserer Wirtschaftsform. Wir brauchen ein neues, ein weit nachhaltige Form der Wirtschaftsweise und auch dazu wird das Grundeinkommen einen wesentlichen Schritt beitragen, weil wir dann eben weniger auf das immer mehr ausgerichtet sind, sondern dass wir auf die Qualität der Entwicklung eher einschauen. Das bedeutet dann, dass das garantierte Grundeinkommen eine Option schafft, dass wir als Gesellschaft wieder zum rechten Maß zurückfinden und darauf schauen, was der Gesellschaft, aber auch dem Einzelnen
insgesamt gut tut. Wir wollen aber natürlich auch ansprechen die unbedingt notwendigen Rahmenbedingungen, weil das Grundeinkommen keinesfalls ein isolierter Baustein ist. Das garantierte Grundeinkommen ist eben kein Selbstzweck. Wir verstehen es als ein notwendiges Instrument, eine andere Arbeitswelt zu gestalten. Es ist nicht etwa eine Stillhalteprämie für Erwerbsarbeitslose, sondern es soll vielmehr ein Hilfsmittel sein zur Aktivierung, zur Integration. Durch das Grundeinkommen sollen die Zugänge zu allen Formen der Arbeit, auch zur Erwerbsarbeit, eröffnet werden. Und um dieses Ziel zu erreichen, braucht es notwendigerweise flankierende Maßnahmen. Es geht um den Mindestlohn. Der Mindestlohn, die Einführung dieses gesetzlichen oder eines gesetzlichen Mindestlohns ist unumgänglich. Nur mit einem Mindestlohn geraten bestehende Lohnniveaus nicht noch ständig weiter unter Druck. Und es wird natürlich auch verhindert, dass nicht etwa ein Grundeinkommen so als flächendeckendes Kombilohnmodell missbraucht werden kann. Dann Arbeitszeitverkürzung. Ähnlich verhält sich es mit der Frage der Umverteilung bestehender Erwerbsarbeit. Wenn wir den Durchbruch zu einer neuen Arbeitswelt mit einer Integration aller Erwerbstätigen schaffen wollen und das bei schließlich kontinuierlich sinkendem Gesamtarbeitsvolumen, dann kann das nur bedeuten, dass wir eine Arbeitszeitverkürzung auch haben müssen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Erhalt der Solidarität in den sozialen Sicherungssystemen. Das heißt, wir stehen dafür ein, dass wir auch weiterhin die paritätisch finanzierten Sicherungssysteme aufrechterhalten oder sogar zurückgewinnen wollen. Denn für uns ist es so, dass das eine wichtige Errungenschaft der Arbeiterbewegung ist. Die Sozialversicherungsbeiträge sind deswegen auch keine Lohnnebenkosten, sondern es ist ein Lohnbestandteil. Das Grundeinkommen darf nicht dazu missbraucht werden, dass diese Leistungen immer mehr zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gestrichen werden. Das nächste ist, das Grundeinkommen führt dazu, dass wir eine neue Infrastruktur und eine neue Bildungsoffensive schaffen. Das bedeutet, wir brauchen oder das Grundeinkommen schafft Bildungsanreize. Menschen können dann auch im fortgeschrittenen Alter nochmal einen ganz neuen Schritt gehen. Sie können nochmal etwas Neues lernen. Dafür braucht es aber Bildungsinfrastruktur, die eben nicht, wie es momentan der Fall ist, zunehmend privatisiert wird und zunehmend mit Kommerzialisierung verbunden ist. Daneben brauchen wir den Ausbau und den kostenlosen Zugang zu öffentlichen Gütern, wie etwa Kinderbetreuung, Schulen, Hochschulen, Bibliotheken und so weiter. Zuletzt ist aber natürlich klar, dass das nicht nur auf Deutschland beschränkt sein darf. Wir müssen, wenn wir dieses Menschenrecht auf Einkommen umsetzen wollen, zumindest auf die europäische Ebene gehen, aber normalerweise sogar noch darüber hinaus. Wenn der Kampf gegen Armut wichtig ist, dann eben nicht nur hierzulande, sondern europaweit oder gar weltweit. Und im europäischen Maßstab gibt es momentan die Kampagne für ein Grundeinkommen. Das wird momentan vorbereitet, entsprechend unterstützt. Und das bedeutet einfach, wir können nicht nur Deutschland isoliert betrachten, sondern müssen die europäische Dimension mit ins Boot holen. Dankeschön. Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. In Deutschland wie eben in den anderen Staaten Europas. Die Sozialsysteme bei uns und anderswo sind besonders von harten Einschnitten betroffen. Sogenannte Reformen vertiefen eher noch die Spaltung zwischen Arm und Reich. Aber es gibt eben auch Bestrebungen und zunehmende Unterstützung in der Bevölkerung, sich für neue Strukturen eines solidarischen Sozialsystems einzusetzen. Und das garantierte Grundeinkommen gehört dazu. Die Widerstände dagegen werden nicht so rasch und gar nicht etwa in einem Schritt zu überwinden sein. Doch je mehr der breite Druck von unten aus der Bevölkerung und von Institutionen kommt, solchen Übergang mit ganz konkreten Maßnahmen zu fordern, umso eher werden wir uns erfolgreich durchsetzen. Musik
bald.